You all right? I'll be fine. I was you last week. I know exactly what you're going through. You didn't have to sit through this championship game, though. No, but I did sit out our first state title game. That wasn't easy to do. For all I know, this could be my only shot at it. Then I guess we'll just have to do this all over again next season, huh? Good luck out there tonight. Thanks. Who rained on your parade, little Miss Sunshine? I am not in the mood for this right now. Just because you're not playing, I take it. Like, I haven't had a bad enough day already. Now I have to deal with you. I know you're upset. That dude Tommy's your brother. And brothers should always have each other's backs. And wipe that sourpuss look off your face. It's game time. Was? Geht, Freunde. LSU Tigers gegen Oklahoma Sooners. Meine Damen und Herren, ich wollte euch das wunderbare Finale führen. Ihr habt es gesehen, ein kleiner, aber feiner Good Luck. 20 Minuten bevor das Finale beginnt. College Football Nation Championship. End of first halftime. Tommy mit seinem Herz, das sieht nicht gut aus. Freunde, das sieht überhaupt nicht gut aus gerade, was wir hier sehen. Oha. Go out here. Wichtig. Wichtig hier für uns, wichtige Situation. Wir gehen rein. Es steht 6:3 für LSU im dritten Quarter. Und jetzt ist natürlich Victory Time für uns. Da hat der Trainer uns auch zu uns gesagt, dass wir das Team zum Sieg anführen sollen. 26 Yards durch den Return. Es ist ein ganz schöne Arbeit für uns, denn die LSU-Defense ist eine Monster-Defense. Da ist natürlich vernünftig, noch was zu reißen, ist kritisch. Situation hier für uns. Und da gehen wir natürlich durch Gap durch. Da geht durch den Gap durch und da wird natürlich verteidigt für uns. Da wird verteidigt, aber das First Down, da haben wir das. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, bestimmt, weil die gesehen haben, so, ja, du lässt ja gar nichts hoch oder lernst das nichts. Aber ich habe im Hintergrund Video gerendert, von daher, das funktioniert. Von daher, das geht. Jetzt hier, mit dem wunderbaren Fake Catch, Secure Catch. Boom, Junge, was für ein Secure Catch war das von Edwards? Ich fass es gerade nicht. Was für ein Secure Catch ist es das Ding für uns? 6 Punkte, das heißt 2 Field Goals haben die LSU-Ula gemacht. Und jetzt kriegen sie natürlich den Monster Quarterback, die Legende einer Hall of Fame. Natürlich mich als Legende, aber schlechter Run, ganz schlechter Run jetzt hier. Natürlich Orbit jetzt hier, RPO Orbit. Wichtig der Orbit mit Edward, aber keine Chance. 3:13. Wir sehen gerade, die Defense ist heftig. Ein guter Pass jetzt hier. Ein guter Pass bringt uns nichts, wenn wir einen guten Pass in die Mitte machen müssen. Und den haben wir. Und da ist der Touchdown, Freunde. Da ist das Ding. Wichtig jetzt hier, dass wir jetzt hier natürlich eine Two-Point-Conversion machen. Das ist jetzt wichtig. Und damit rechnen auch die LSU. Das wissen sie auch. Nummer 13. Hat den Touchdown gemacht. Zum wunderbaren Fickle, Two-Point-Conversion, so rum war das. Ach, scheiße, ja, komplett falsche Richtung gekickt, aber egal. Das Ding geht aber volle Möhre nach links, also eher Mitte. Frey jetzt hier mit dem wunderbaren Befreiungsschlag jetzt hier und da kommt natürlich die Defense auch an. Jetzt kommt natürlich die Offense, der LSU auf dem Feld. Es steht nur 6:11, also ganz knappes Ding jetzt hier für uns, ganz knappes Ding. Es kommt Nummer 11 auf dem Feld. Oh, nervt mich da jetzt mal nicht. Und da kommt das Shield und, ey.
2.13, 3 Yards verloren. Das heißt, die Defense sowohl der Oklahoma Sooners als auch von LSU ist mega hart und mega gut. Wunderbares Bowl-Game jetzt hier für uns. Und 3.9 Running Game jetzt hier. 6:11 im dritten Quarter ist kein Sieg. Das Game kann sich noch changen. Sofort. Actually, für LSU. Da ist under pressure, inakkurater Pass. Und da wäre die Chance zur einzig wahren Interception gewesen. Aber LSU wird jetzt punten. 4.09 haben sie versagt. Also 3 and out für die. Und wir haben jetzt gerade schon das Blocking-Schema oder das Punting-Shield der NFL gesehen. Also normalerweise ist das Blocking-Shield im College ganz anders. Und wenn die Leute dann in die NFL kommen und auf einmal Special Team als Defense-Spieler spielen müssen, obwohl sie nie wirklich ein Blocking-Schema hatten oder ein Shield hatten. Gefährlich hier! Secure Catch! Wunderbar, akkurater Catch, Mason. Da kommt natürlich das Field Goal, der PAT, der Point of the Touchdown. Aha, perfekt. Mit 41, McRoy. Kickt das Ding hier wieder irgendwie ganz komisch. Guter Tackle, 23 Yard Linie, 1 Yard mehr. Also letztes Mal, LSU ist ganz gefährlich. LSU ist actually right now ganz gefährlich. Und das gleiche Play für uns, was uns zum Touchdown am Führen hat. Hat bei denen aber auch funktioniert. Es steht 6:18. Das ist auch ein Two-Score-Game. Und schon haben sie die Chance wieder. Wenn wir nicht vernünftig tackeln können, dann ist unser Problem. Der Mann war gerade dabei zu tackeln. Und dann haben sie 2.1. Und das ist natürlich gefährlich jetzt wieder auch für LSU. Sie können jeden Moment punkten und den Siegabstand von uns zu verkürzen. Hier sieht man auch, wie actually schnell LSU Quarterback ist. Boah, was geht mir alle auf den Sack? Ich gehe gleich in den Discord rein, weil die wollten eigentlich Rainbow spielen mit mir. Aber ich habe gesagt, ich muss noch ein Video rendern und dann habe ich mir überlegt, während ich Video rendere, play ich nochmal eine Runde. Deswegen auch auf 30 FPS, weil ich sonst nicht aufnehmen könnte. Aber das Video ist gleich vorbei. Das Problem ist bloß, ich kann halt dieses Spiel spielen. Es geht, wenn ich was rendere, aber Rainbow kann ich nicht spielen, wenn ich rendere. Das ist mega uncool. Mega uncorall. Und, ei, nicht gefangen, nicht gefangen. 3.10, Thomason jetzt hier auf dem Feld. Mit der Nummer 11, ist eigentlich ein ganz anderer. Der NFL zu sehen ist. Nächste Woche Donnerstag geht es los. Ey, aber der war out of bounds. Matt Barnett. Und sie werden dafür nicht gehen. Sie waren bis zum vierten Quarter, also es kann auch mal spannend werden im vierten, denke ich mal. Wird es nochmal actually right now richtig spannend. Der ganze Lachs. Und da punten sie out of bounds an der 19. Also relativ guter Punt, aber ich wäre noch weiter vielleicht an die 1 oder 2 gegangen. Read Option jetzt hier. Nee, Read Option ist zu gefährlich. Oh, wunderbar gemacht! Aha, Tom ist jetzt hier. Au, was passe ich da auch denn hin? Ah, fast Interception, Bro. Fast Interception, da habe ich gerade schon leicht geschwitzt, Freunde. Da, actually, right now. Was geht mir jetzt auf dieser Kammer? Und da können wir nochmal kurz befreien. Und das gibt es nicht. Das ist nicht wahr, Freunde. Es ist actually nicht wahr. Alter Verwalter, was war das denn gerade? Komm, Leute, nochmal. Kommt nochmal. Challenge, wir switchen jetzt hier die Position. Ganz wichtig, weil da mehr Leute, weniger Leute sind. Alter, Freunde, das ist einfach für mich gerade viel too easy. Das Game ist too easy für mich. Ich will was Schwieriges haben, Bruder. Okay, die NFL wird, glaube ich, schon schwierig. Genau, gerade im Tryout-Match. Auch wenn wir das Ding gewinnen und Finalsieger werden und College-Football-Sieger werden. Aber natürlich haben wir dann die Chance auf den First-Round-Draft. Das Problem ist bloß, umso besser wir im Tryout sind, umso besser können wir natürlich in Top-Teams gedraftet werden. Die Frage ist halt immer, die schlechten Teams haben halt jetzt die Chance, dann auf uns im First-Round-Pick zu draften. Das heißt, wir können irgendwo am Arsch der Welt landen. Bei irgendeinem Team, wie Baker Mayfield. Bei den Cleveland Browns. Oh, okay. Final Quarter, viertes Quarter, Digga. Das ist ein Three-Score-Game, was sie jetzt hier haben. Ist ein Three-Score-Game. Das heißt, sie müssen jetzt jeden Drive mit einem Touchdown beenden, um an mich ranzukommen. Also aktuell noch Luft. Nach oben hin. Für mich. Ja, Mann, einen wunderbaren Sack kassiert. Eieiei. Heftiger Kack. So, jetzt hier wieder. Rush. Und inakkurater Pass. Der wollte schnell loswerden. Den Ball. Gangi Shoutout an Opera GX. Oh, da hat er gemerkt. On the run. Alter, jetzt gehen sie auch mal mit dem Discord auf die Nerven. Gut, wegen der Season im Football. Aber egal. Egal, würde ich sagen. Scheiße, egal. 4.17 jetzt hier vorne. 4.17. Jetzt hier mit dem Deep Move. Nein, und da war die Chance. Da war die Chance, für drei Leute eine Interception zu machen. Ah, schade. Actually, war gut. Hallo? Danke. Edwards, unser bester Mann hier im Game. Kriegt man einfach nicht runter. Das ist halt actually wirklich so. Ah, okay. Okay, okay. Okay, Reed.
Schade, 3.7. Keine Chance für uns hier. Aber egal. Da kommt das. Nummer 12, Gilbert. 13, 12, 13? Weiß ich gar nicht. 18 ist Gilbert, die Nummer 18. Na gut. Nummer 41 kickt jetzt hier wieder McRoy. Das returnieren sie nicht vorne. Das kann jetzt nochmal schwierig werden für uns. Ja, Bullet Catch. Alter, wunderbar runtergeschlagen von der Defense hier. Leck mich, fett war das geil. Ach, ich freue mich schon auf ein neues Mikro gerade irgendwie, ne? Irgendwie freue ich mich ja schon ein bisschen drauf, ne? Kann das sein? Oh, aber First Down. First Down jetzt hier. Ich denke mal, sie werden sich beeilen. Ah, oh, scheiße. Oh, aber Burnett macht da das Ding. Das macht er einfach, Freunde. Okay, man merkt, ich habe 4 Folgen aufgenommen. Ich bin langsam raus mit der Action, aber es ist halt so. 4 Folgen, dann bist du halt irgendwann raus. Aber scheißegal. Speed jetzt hier. Out of bounds. Durch den Mann, durch so. Nein, ich zerhackstückel dich jetzt. Egal, wir machen mal Man Coverage. Einfach wichtig, um dass die Passing Options in die Hot Roots, also in die Deep Roots, einfach abgesichert sind. Boom, 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 boom. Light, Lemon, Action, Showtime. Ich bin Alex. Und ich darf nicht so laut rumbrüllen. Action wie meine Eltern. Da ist das Ding drin. 36-6. Ja, dann war es jetzt hier für die LSU-La. Sie haben die Chance einfach nicht dagelassen. Sie haben die Chance einfach vertan, Bowl-Game-Sieger zu werden. McRoy jetzt mit 41. Und wir haben sie geholt. Alter, der war richtig gut gekickt. Der war richtig... Mann, was nervt ihr mich denn alle? Hey, du zockst ja nur. Alter. Kommt gleich bestimmt wieder. Ich sag's euch. Oh, Drawplay. Auch sie probieren es im Drawplay. Wie in Nebraska. Zum Schluss versuchen sie das Drawplay. Aber ich glaube... Ah, nee, jetzt passen sie. Das ist ein Trips auf der linken Seite. Ei, akkurater Verteidigung hier. 4.16. Und sie werden dafür nicht gehen. Dafür werden sie lieber returnieren. Ja gut, würde ich auch nicht. Ist viel zu nah an meiner Endzone. Also dafür würde ich auch nicht gehen. Wenn ich nicht gerade irgendwie 3 Yards irgendwie so dabei bin. Oh, gut mitgenommen. 26, hat aber auch nicht weit viel über den gebracht. Mann, nervt mich normale bitte nicht. 1-9 noch, Wolf Green. So, jetzt hier mit Thomas, mit Stewart, jetzt am Stissel. Und das wird natürlich gleich Stewart, so heißt der Typ. So heißt er. So heißt er. Heißt er, Mann. Hey, was mache ich da, was mache ich da, was mache ich da? Bin ich geistig behindert, Alex? Was machst du da? Ich hab wieder Bock auf eine Runde vorne. Ich glaube, ich streame morgen eine Runde vorne. Alter, ich Bock zu. Dead iPad? Was war denn das bitte? Ich fass es nicht. LOL. Leck mich fett, war das ein geiler Pass, Freunde. Leck mich fett. Damit habe ich ja null gerechnet, dass der reingeht. Scheiße, Alter. Eggerhard. Was los, Digga? Atme mal. Skrr. Das bin natürlich wieder ich. Ganz klassisch. Ganz klar. Akkurater Kick. Was ist los mit den Leuten? Eine 6-3 führen und ein 6-44 verlieren. Heißt einfach, der Quarterback wird ausgetauscht und die Offense läuft von alleine. Oh, oh Jungs, ich furze mir eins, das glaubt ihr nicht. Die Bohnen waren echt nicht gut. Ich glaube, ich kann ja nicht sagen, ey, die Bohnen waren richtig, waren echt nicht gut. Und wieder dieses Crossbody. Warum push ich aus der Pocket raus oder rolle ich raus? Dreh mich nochmal. Und versucht dann zu werfen. Das wird doch nichts. Da rolle ich lieber raus und lauf selber. Oder die Mitte. Guck mal, jetzt läuft er zum Beispiel selber. Da läuft er selber. Hat 3 Sekunden noch. Hätte er das jetzt 2-mal gemacht, wäre er vielleicht in der Reichweite. Und das Ding ist vorbei und haben wir gewonnen. Time on that sideline. It took a change in quarterback. His thoughts will turn to the condition of Tommy Matthews. But for now, jubilation as they are the national champions.